Moin, hier ist wieder Damien auf einem wunderschönen Donnerstag. Wir haben das Thema das perfekte Alter fürs Outing. Ich habe mir gerade mal die Videos von meinen Kollegen angeguckt und ich muss mich dem halt anschließen. Ich glaube auch nicht, dass es das perfekte Alter dafür gibt, weil ob das mit 10, 20, 30 oder 40 ist, ich bin halt der Meinung, Hauptsache man outet sich irgendwann. Einfach aus dem Grund, dass man auch vernünftig sozusagen leben kann und nicht die ganze Zeit so versteckt und dann immer den alten Namen gegen den Kopf geklatscht bekommt und so. Dementsprechend ist es immer besser, sich zu outen, aber ist das Alter, finde ich, spielt absolut keine Rolle dabei. Ja, es ist natürlich schöner, wenn man in jüngeren Jahren das mitbekommt und in jüngeren Jahren sich dementsprechend auch also diesen Weg halt gehen kann, einfach weil es einfach vorteilhafter ist. Umso früher man, egal ob jetzt Transfrau oder Transmann, umso früher man halt anfängt und Hormone bekommt, umso weniger kann sich der Körper ja an das böse Geschlecht entwickeln sozusagen. Heißt, die Pubertät fängt erst gar nicht an. Das ist natürlich um einiges positiver. Was aber nicht bedeutet, dass man jetzt unbedingt in jungen Jahren sich outen muss. Also ich habe auch viele andere Transgender gesehen, die halt in späteren Jahren erst angefangen haben mit diesem Weg und dementsprechend auch erst später Hormone bekommen haben und so, und trotzdem sehen die wirklich völlig okay aus. Also ich würde nicht wissen, dass die früher mal was anderes waren sozusagen. Aber ich finde, perfekte Alter gibt es nicht. Natürlich ist es bei Jüngeren schwerer. Gerade es gibt auch so viele 10-, 11-, 12-Jährige, die das schon sagen und wissen sozusagen, aber die werden halt weniger ernst genommen. Das ist halt eher das Problem in den jüngeren Jahren. Aber das gleiche Problem herrscht auch bei den Älteren. Also wenn jemand mit 30 das auf einmal sagt, nehmen das auch viele nicht so ernst, weil sie sich denken, so, ja, bitte, ey, du hast 30 Jahre in dem und dem Geschlecht gelebt, warum hast du denn jetzt auf einmal ein Problem damit? Das ist nichts anderes wie stelle es eigentlich gerne ungern gegenüber, aber bei Homosexuellen. Es gibt ziemlich viele mit 30, 40, die dann erst merken, zum Beispiel, dass sie schwul sind. Und auch da nehmen das viele dann nicht so ernst und sagen so, hey, die letzten 30 Jahre standst du doch Frauen. Auch bei Jüngeren, wenn Jüngere sagen, hier, ich bin auf einmal lesbisch oder so, wird das auch gleich so, ach, Phase, Phase. Dementsprechend, ich denke, das perfekte Alter, um ernst genommen zu werden, ist wahrscheinlich tatsächlich so ab 18 bis, keine Ahnung, 25 höchstens, ich weiß es nicht, wo die Leute auch es eher ernst nehmen. Aber für einen selbst ist das perfekte Alter zum Outen dann, wenn man sich bereit fühlt. Anders kann ich das nicht definieren. Allerdings finde ich es auch Schwachsinn übrigens, wenn man Jüngere oder Ältere nicht ernst nimmt. Also ich finde, alle sind gleich ernst zu nehmen. Sich zu outen ist eine schwere Sache. Dann haben sich die Menschen das auch schon länger überlegt und haben das nicht einfach von einem Tag zum anderen sich überlegt und gesagt, so, oh, jetzt bin ich es auf einmal. Dementsprechend sollte man das immer ernst nehmen, immer. Es gibt natürlich Leute, die das selbst, obwohl sie sich outen, nicht ernst nehmen, aber davon sollte man nicht gleich ausgehen. Das ist total kacke. Das ist meine Meinung. Ansonsten, ja, das perfekte Alter gibt es nicht. Das müsst ihr euch selbst entscheiden. Wenn ihr sagt, mit 20 ist es soweit, wenn ihr sagt, mit 30 ist es soweit, wenn ihr sagt, mit, keine Ahnung, mit 40 ist es soweit, dann ist es soweit und dann ist es auch das perfekte Alter. Es ist einfach der perfekte Moment und das sollte eigentlich wichtig sein. Dann bis nächste Woche.